Hallo, heute geht's weiter mit der Reise in Forspoken. Ihr seht, der Himmel ist wieder rosa. Und wenn ich echt eine Tante-Tochter ich habe mich ja letztens in einem Labyrinth verirrt. Ich würde sagen, gar nicht. Und die Tantas sind so Hassfiguren auf der Stufe schwer war der Gegner echt nicht ohne man in dem Labyrinth. Kaum zu deiner illustren Herkunft hat eine Zeit lang gedauert. Ja. Sie verbreiten nicht gerade Gänseblümchen und Partystimmung im Land, was? Früher oder später wirst du vor einer großen Entscheidung stehen. Ich habe ihn aufgewertet. Du meinst, ob ich meine Mutter umbringen soll? Finde ich. Wenn die Zeit was? Du kannst nicht deine Mutter umbringen. Schaut mal meine Kätzchen. So, was nötig ist. Ich habe mich hierhin bewegt. Zum Feld der Gefallenen. Da haben wir noch gar nichts. Das ist neben... Da waren wir schon mal bei den Ebenen der Pioniere. Nur hier haben wir auch nicht alles mitgenommen. Hier gibt es aber auch noch ein Kätzchen, Monument für den Vertrauten der Tanta. Wir sehen aber hier leider noch nichts. Das heißt, wir müssen den Glockenturm freischalten. Und ich möchte auch endlich den Abstecher mit den Fotos erledigt bekommen. Also ein Foto können wir hier auch machen. Na, ist die Sonne untergegangen? Ja, kommt immer darauf an, in welchem Gebiet man vom Prenost ist. Umso weiter unten, umso dünkler wird's. Das Feld der Gefallenen. Ich bin gespannt. Habe ich mir jetzt eine Markierung gemacht? Ja. Dann auf zum Glockenturm. Müssen wir warten. Wir können. Und Schwung. Genau, so gehört es. Warte mal. Wo ist denn der Turm? Was ist denn? Da ist wieder Gegner? Veranus. Freisinn. Okay, also wir können mit L1, R1 und... Nein, das ist die Wassermagie. L1, R1 und Kreistaste, genau. So schalte ich um. Voll auf die 12! Hasta la vista, Baby! Nein. Da macht sie nämlich einen Satz rückwärts und dadurch, dass das eine Magie ist, die er ja aus der Ferne ausgeführt hat. Irgendwo, ja. Für meinen nächsten Trick. Yep. Man merkt, dass die Gegner schon stärker jetzt sind. Also, und ich brauche immer wieder Heiltränke. Überhaupt dann Bossgegner, so wie wir letztens hatten. Sollen wir die Vögel da noch mitnehmen? Die sind zu weit weg. Schauen wir mal hoch. Ah, okay. Der ist verschwunden. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, das ist gut. Hauptsache, du lässt mich nicht umgehen. So, dann warten wir uns da hoch. Juppidu. Da gibt es ja auch gleich Mana. Aber leider nicht so viel. Wie im nördlichen Teil von Prenost anscheinend. Ja, ich sammle gerade. Begib dich zur Ratskammer. Ja, das werde ich auch noch machen. Schauen wir mal, was wir entdeckt haben. Warte mal. Geh noch mal rein. Da ist ein Monument, okay. Ist das das Monument für mein... Ah, da ist mein Monument für mein Kätzchen. Ganz wichtig. Und ein Fotospot für die Kiddies. Da wollen wir hin. Ich brauche eine neue Miezekatze. Ich habe zu wenige. Also auf. Du sollst nicht so springen, aber ja, egal. Nicht so schlimm.
Warte, jetzt müssen wir die Vögel bekämpfen. Ich hab's gewusst. Aha, brav's Magie. Können wir gleich von oben bekämpfen, ne? Das Arschloch da drüben. Das sind aber große Vögel. Schnell, heil dich. Ja, das sind aber sehr viele und sehr groß und das spielt noch schwer. Sag das mal dem Armreif, ja. Und hier unten anscheinend diesen... Ui. Schnell weg, 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 weg. Wenn wir jetzt noch einmal getroffen werden. Ui. Wir brauchen kurz eine Pause. Nein, ich muss wieder hoch. Kommt her. Einen nach dem anderen. Rauf, rauf, rauf. Ich komme nicht hoch. Na super. Was machen wir denn da jetzt? Da. Wir sind niedriger. Und geht schon wieder auf in den Kampf. Rache. Und immer im Parcours bleiben, die sind schnell, die Vögelchen. Ach, rot! Ich habe was Rotes gesehen. Ich bin runtergefallen. Die Wasserschlange, komm schon. Und Schwämme. Alles geht. Alles, was geht. Drauf und im magischen Parcours laufen, was geht? Genau. Ah, da sind sie, die Vögelchen. Sind immer zwei. Ah, nur ist gut gesagt. Das sind große. Sehr große. Die werden immer größer und so weiter. Deswegen heißt das hier das Gebiet der Gefallenen. Da ein Vögelchen ist noch da. Hey Kacke, das sind so viele! Das ist nur mal einer. So fluchen. Ja, weg! Wenn's rot ist. Und jetzt. Das heißt, hier unten haben wir Herausforderungen schon bei den normalen Gegnern. Ja. Okay, da unten dürfte Mana liegen. Ja, das habe ich mir nie gedacht. Wir machen mal das Foto für die Kiddies. Wo war denn das jetzt? Da. Und dann auf zur kleinen Katze. Sag jetzt nicht, das ist schon wieder was. Nein, schon wieder solche Vögelchen. Hat er mich getroffen? Sag schon. Ihr ärgert sie nicht da. Yep. Einer abgeschossen mal. Der nächste. Das war knapp. Wo ist der nächste? Hinter mir. Das ist gemein. Stirb. Mit Ehre, bitte. So. Sieht ganz danach aus. Habt ihr was beschützt? Eine Feder, okay. Naja, besser wie nichts. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr. Da kommt drauf an, wohin. Zuerst zum Fotospot. Wäre blöd, wenn da das Monument ist. Der Fotospot ist da unten. Okay. Dann machen wir es so. Holen wir uns zuerst das Kätzchen. Ist mir eh lieber. Das nehme ich mal. Felsengras. So, da drüben. Vielleicht geht sich das jetzt schon aus.
Warte. Bei der blauen Magie habe ich nämlich auch was gespart. Hier. Es kostet 142. Das ist ganz schön teuer. Noch 10 Mana mehr. Ach, die Luft ist staubtrocken. Gute alte Sache. Nicht kommt der jeglicher Komfort war ja ein Dorn im Auge. Ach du nur. Ich bin gespannt, wie das Kätzchen hier aussieht. Hey, warte, wir müssen zuerst die Gegner eliminieren. Oh, das sind aber viele. Bruchzombies, ich nehme mal Seil, das mit wie. Was soll das denn? Und hopp in den Kampf. Vorsicht! Ja, Vorsicht ist gut. Du kannst gut reden, ja? Kennst du mich? Zum Angriff! Feuerfalle. Vorstoß. Tritt ihn einmal, genau. Drauf. Die sollen ja im Feuer bleiben, genau. Da ist noch einer. Hui, der träumt. Ist das süß. Oh, soll ich dich ein bisschen aufwecken? Kannst du schon wieder. Hör dir das, das ist so süß, wenn er träumt. Oh ja. Na, lass ihn, ich bin schon ganz abgelenkt. Ah, meine Heulinge gerade. Aber der träumt schon ganz schön. Alles gut. Träumst nur. Felder im Traum. Machst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Alles? Du kennst mich aber schlecht. Du träumst nur zu stark. So, da haben wir was liegen lassen, und zwar einiges. Die Pflanzen sind auch ganz wichtig, wenn ich wieder einen neuen Umhang aufwerten möchte. So, dann zu meiner neuen Katze. Schneller mal. Hier steckt sicher eine der coolen Katzen. Ja, ich freue mich schon. Da drüben, okay. Da ist ja einiges. Warte, warte, warte. Die Katze läuft schon davon. Ja, weil ich habe das da drüben gesehen. Und Dolo. Nicht drüber springen. Jetzt müssen wir die Katze wieder herlocken. Ja, da warte ich auf das Kätzchen. Es ist gleich da drüben. Nicht weit. So. Nehmen. Das ist eine sehr schreckhafte Katze. Ich bin gespannt. Aha. Jetzt legt sie sich hin. Ja. Eine orange-gelbe Katze. Mal. Mit grünen Augen. Ist nicht Hummer, aber trotzdem ziemlich süß. Diese Tiere sind leicht manipulierbar, was? Nein, sind sie nicht. Sie mögen nur Frey. Titi heißt die Katze. Süßer Name. Finde ich passt. Ah, das kann man noch vergrößern. Ah ja. Und drehen kann man es auch. Das habe ich vorher noch gar nicht. Muss ich die Katze genau anschauen, wie süß. Einer von Tante Seilers Vertrauten erscheint. Also von Tante Seiler. Ja, weil wir ja auch im Prinost sind. Hübsche Katze.
Nicht die magischen Fertigkeiten sind entscheidend, sondern wofür man sie einsetzt. Ja, danke. Das habe ich mir fast schon gedacht. So, gut, sorry. Dann muss ich mich ja nicht wiederholen. Jetzt geht's mal auf zum Fotospot. Habe ich den noch markiert? Oder sind wir da schon vorbeigelaufen? Ich sehe keine Markierung. Oh ja, da unten. Das nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe noch was gesehen, eine Schatztruhe. Ist noch ein gutes Stück, oder? Und da auch noch was. Nicht mehr allzu weit. Diese Steine sind... Naja, okay, 111. Ist selten, wollte ich gerade sagen. Aber die Blocksteine sind selten, das stimmt. Die brauche ich ganz dringend. So. Dann runter. Einfach fallen lassen. Im magischen Parcours natürlich. Da war Mana. Da oben. Ich bin da. Seht ihr das? Bisschen rötlich. Komme ich da hoch? Ja, wenn ich mich da rechts abgestützt hätte, schon. Wegen ein Mana, ja, ich sammle ja gerade ganz schön viel nicht mehr. Ich frage mich, ob es am Land lag. Oder jetzt rutschen wir da runter. Alter Philosoph. Ui. Keine Sorge. Ralf. Ah, da liegt auch noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Vielleicht geht sich das dann endlich aus. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Wenn wir endlich die Fotos zusammen hätten. So was wird das nicht mehr auch nicht. Der ist ein Gras. Na geh. Genau bei meinem Fotospot. Ihr seid mal. Was wollt ihr? Du weißt, welches Wort du brauchst, richtig? Schnell. Ja, halt die Klappe. Genau da, wo es weh tut. Eine Mine, komm. Adi. Nicht gut. Gar nicht gut. Die Blüte. Ja, in mir. Das wird lustig. Zern, komm, du musst dich heilen. Genau, dann dich vergiften. Ich glaube, das kralle ich mir. Da ist der Fotospot. Hey, das hier sieht echt einmalig aus. Die ist ja schon wieder gesperrt. Was ist denn da schon wieder los? Nun tu doch was. Na also! So, jetzt bin ich böse. Weg da von meinem Fotospot. So geht's nicht. Hast du es getroffen? Nein. Okay. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Schnell ein Foto machen, bevor dann wieder neue kommen. So. Aha, wir machen von dem Felsen da, von dem Roten, ein Foto. Sieht hübsch aus, ja? Noch fünf? Nice. Also die Kiddies wollen auch immer mehr. Ein Wahnsinn. Noch fünf? Okay, was haben wir denn noch so auf der Karte? Außer die Katze. Hier hätten wir Fort Pides. Eliminiere den Feind. Und sonst sehen wir noch nicht viel da. Aber es sollte mehr hier sein. Wir sind nämlich schon am Opalhügel. Sehr interessant. Eigentlich sollten wir... Ja, das ist alles der Opalhügel. Da gibt es auch ein Monument für den Vertrauten der Tante. Hier wollte ich eigentlich anfangen. Bin ich in die falsche Richtung gegangen. Eine Gilde. Gar nicht so schlecht. Dann porten wir uns dahin. Vielleicht schaffen wir es gleich die zweite Katze mitzunehmen. Hier ist nämlich auch ein Fotospot. Ich möchte ja auch mit der Hauptquest wieder weitermachen. Und das ging aber zackig. Ja. Ich möchte Umgebung studieren. Wenn nicht so.
das Feld der Gefallenen, genau hier. Da ist der Fotospot, den habe ich eh schon. Aber es müsste irgendwo ein Monument, ein Kätzchen sein. Da haben wir Ruinen, okay. Die eine Katze haben wir schon. Drüben. Wo ist das andere Kätzchen? Bin ich blind? Warte mal, was ist denn das für ein Monument da drüben? Der Stärke. Auch nicht schlecht. Könnte das Kätzchen sich versteckt haben. Warte mal da. Im Feld der Gefallenen. Vielleicht bei uns da in der Nähe irgendwo. Ja, wir werden schon sehen. Wir werden einmal den Fotospot machen. Die Gilde. Warte mal, irgendwo vibriert es. Ich kenne sowieso immer am Weg. Schauen wir mal, dass wir zum Fotospot kommen. Nicht mehr nicht weit. Meckern. Na, so nicht. Haben wir eh schon warten gelernt. Aber Frey oh mag nicht ich immer. Den Stadtkindern würde das gefallen. Genau. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Für was hast du dein Handy? Noch ein Stückchen? Ah, das rote Gestein. Okay, noch vier. Na dann, auf. Wir müssen noch vier Fotos machen. Das muss rein. Jetzt haben wir mal den Fotospot im Feld der Gefallenen. Das gehört alles hier dazu, okay. Der Glockenturm auch. Interessant, dann könnte die Katze hier irgendwo sein. Na dann auf zur Gilde, würde ich sagen. Die Höhle am Abgrund. Da werden wir auch einen Sprung vorbeischauen. Ja. Wir sind bei 22 Minuten. Ich hoffe, das zweite Kätzchen geht sich noch aus. Schauen wir mal. Da ist irgendwas. Ich spüre Feinde in der Nähe. Ja, ich habe schon gehört. Ich spüre sie nicht. Ah, da oben ist eine Schatztruhe. Was sind denn das für Tierchen? Die wollen. Die kenne ich noch gar nicht. Silas oder Freismagie? Ich muss fast sagen, Freis. Ey, geht weg von mir! Nein, da müssen wir fast Silas nehmen. Das wird lustig. Sauber! Eine Tretmine kommt. Oder von oben schießen. Blüte. Nee, das funzt nicht. Nein, die sind resistent. Komm, umschalten. Das hat gesessen. Hexenkessel, mach mal was. Da. War drei. Ich hab's noch gesehen. Die hängen da irgendwo fest. Warte, da müssen wir mal raus. So geht das nicht. Kommst du da nicht hoch? Mach dich auf was gefasst. Danke, ein bisschen spät für die Hilfe. So. Kann ich heilen? Ich komme nicht schon nicht. Ich hänge immer irgendwo fest. Ah ja, so brauchst du ihn auch nicht beten, dann musst du näher ran. Hasta la vista, Baby! Ja. Ich hoffe, das hat sich ausgezahlt für die Schatztruhe da oben. Etwas gefunden? Na, das werden wir gleich sehen.
Naja, okay. Aber jetzt müssen wir das eigentlich lernen können. Katarakt. Nein, wir haben noch immer 136. Wir brauchen 8 Mana mehr. Das gibt's ja nicht. So, so. Da kann ich nicht vergessen. Nein, nein, die Kleinen lassen wir da jetzt. Wir springen von oben rüber, weil sonst kommen wir nie zur Gilde. Was, irgendwas höre ich da. Sind das die Gegner? Na klar, sind das Gegner. Schon wieder solche. Nun da. Nein, die heißen etwas anders. Ich weiß es nicht. Wir werden eh noch einigen begegnen, denke ich. Nimm das mit. Ganz wichtig. Und weiter. Ja, jetzt sind wir wieder. Oh mein Gott. Ich sage ja, da wird man von einem Kampf in den nächsten kommen. Da kommen wir ja nie zu Bilde. Oder dahin, wo wir hinwollen. Nein, 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 jetzt sind wir im Bruch auch noch. Ui. Jetzt ist ganz übel. Komm, Frey. Streng dich an. Wir schaffen das. Jetzt kommen wir dann natürlich nicht hinein, oder? Ja, wir kommen hinein. Ui, was ist... Da drinnen passt aber alles. Kundschaft die Umgebung aus. Das mache ich ja eh. Soll ich zuerst alle draußen töten, oder wie? Da ist Felsengras. Ne, ich bin gespannt. Himmelskranz, ganz was Seltenes. So. Gehen wir mal einen Stock höher. Was zum? Und gegen das Ding soll ich kämpfen? Leikranz, neuer Kieferntrag. Außer du legst es darauf an, vorzeitig zu sterben. Ah, das ist gesperrt. Wir müssen zuerst alle töten, oder wie? Oh ja. Geht weg da, wieder hoch. Nur den Archiveintrag kann ich mir nicht holen. Das heißt, ich kann die Gilde nicht machen. Und da? Aber da kann ich wenigstens. Relevante Orte bereits entdeckt. Währung-Gilde. Okay. Gut zu wissen. Ich bin jetzt trotzdem ganz hoch. Und stecken uns mal alles ein. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Kein Ärger? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Wenn er das sagt, sollte eigentlich jetzt der Archiveintrag unten funktionieren. Dann gehen wir wieder runter. Warte. Du hast gesagt, kein Ärger. Weh, ich gehe jetzt umsonst runter. Es ist gesperrt. Du bist meiner. Ich sag's dir, ich höre nicht mehr auf dich. Warum ist denn da alles versperrt? Aber gute Drops. Auch wenn wir... Da ist jetzt ein Archivantrag, der auch gesperrt ist natürlich. Eh klar. Okay, wir gehen jetzt raus, weil es hat keinen Sinn. Ja, genau da. Oh mein Gott, was ist da los? Frey, spring mal runter. Schau mal, warum. Warum es da so zugeht. Du wirst dich verteidigen müssen. Ah, da unten sind die ganzen Gegner. Was nehmen wir denn da von Magie? Das ist eigentlich egal. Oh ja. Und wie ist es denn überhaupt? Wow. Nein.
nicht. Bleib oben. Da ist dein Schutz. Das sind ja echt viele. Bist du bereit? Volltreffer! Ja. Haha. Und du alle erwischt bist du nicht, das sag ich da. Überhaupt doch schwer jetzt. Ich glaube, die Gilde und dann werden wir Schluss machen müssen. Dann müssen wir uns erholen. Wir haben nur die Waffen. Ups, sollte ich aufpassen. Habe ich euch erledigt? Wirklich? Das soll ein Kompliment sein. Nimm es, wie du willst. Ja, die Luft wird rein. Na, wer hätte das gedacht? Dann nehmen wir uns das Mama noch mit. Frag mich, was ich da oben habe. Na, hoffentlich kein Monster. Rauf zur Gilde. Springt mir gleich die Mauer hoch da. Das ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Da draußen haben die sicher was getroffen. Nein, das ist nur eine Pflanze. Etwas gefunden? Nein, ich habe mich nur geärgert, dass so viele Monster und fast keiner hat was getroppt. Okay, dann hoch wieder. Weil du viel Spaß machst. Ich wollte Stufen steigen. Da ist der erste. Zwei sind. Ah, absichtlich gebrochen. Teil 1. Okay, sage, da brauchen wir eine eigene Folge. War das hier wirklich nötig? Ja. Rüber. Ist da auch eine Tür? Nein. Ich frage mich, was genau hier erforscht wurde. Absichtlich gebrochen. Teil 3. Das eigentliche Ziel der Forschung bei der Lebewesen absichtlich dem Bruch ausgesetzt wurden, war es gewesen, den Ablauf der Verderbnis zu erfassen. Ah, das ist alles sicher sehr interessant. Okay, interessant, interessant. Den Bruch gab's damals noch nicht, oder? Dann Buggy oder sowas? Gut möglich. Genau werden wir es nie wissen. Naja, weil da gerade so ein Kasten steht, können wir das verbessern? Ja. Das da. Und sonst noch was? Okay. Auf und davon. Ja, dann nimm gleich eine neue Herausforderung an, wenn du da bist. Was Gutes dabei? Und zwar wieder hier. Natürlich. Pfeilfächer. Warte, Stufe 3. 10 Gegner gleichzeitig mit einem einzigen Angriff. Puh.
Naja. Trifft Gegner von weitem. Die Pfeilserie, die verwende ich nicht so oft. Sollte ich mal öfter verwenden. Ja, dann nehmen wir das. Das ich will jetzt nicht. Das wäre auch nicht schlecht. Vergifte Gegner, Wasserschlange. Ich probiere mal diese Technik. Genau. Und jetzt springen wir aus dem Fenster. Nein, wir wollten da noch schauen, ob da oben was liegt. Meistens ist da oben eine Schatztruhe. Das ist super. Jetzt kann man da wieder hoch. Alles kein Problem. Schaut immer nur so hoch aus. Ein Klarheitskranz. Top. Schauen wir auf die Zeit. Also, ich würde sagen, auf schwer, wenn wir jetzt noch zu den Ruinen da gehen, sind wir wieder bei einer sehr langen Folge. Hoppala. Ja, ich wollte nicht wehtun. Ja, meine Stimme lässt wieder nach. Leicht. Das Geschäft mit Kriegsgerät war normal bei dem Wetter. Aber jetzt habe ich 142 Mana. Das heißt, ich kann jetzt. Die hat hier Waffen geschmiedet, oder? Endlich die Fertigkeit lernen, was ich lernen wollte. Das ist Paul. Wir können sie auch so machen. Ich werde mich zu dem Trockenturm begeben. Wir machen das hier nicht. Dann schauen wir, wo die zweite Katze ist. Und ja, machen die dann kaum noch eine Verwendung Folge. Hat. Ich glaube nicht mehr, dass ich die heute jetzt noch ausbiet, aber wenn wir uns beeilen, so weit ist ja nicht. Und uns keine Gegner aufhalten. Schauen wir mal. Da ist die Höhle, wo ich eigentlich rein wollte. Warte, das holen wir uns schnell. Nein, nicht die Gegner. Wir holen uns schnell die Kiste. Ringstein, dafür habe ich mich jetzt einmal treffen lassen. Danke. Lass mich in Ruhe. Ich mag jetzt gerade nicht kämpfen. Hast du Glück? Oder ich habe ein Glück, oder so. Der ist ja echt weit weg. Wo ist denn der? Der gehört noch. Das gehört noch alles zu dem Gebiet. Interessant. Das Tal der Gefallenen. Das ist ganz schön groß, ne? Im magischen Parcours. Genau. Rechts. Genau. Das sind Stufen, weißt du nicht warum? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Wir sind gleich da. Einige Schatztruhe, habe ich gedacht. Und wir sind schon da. So, Feld der Gefallenen. Da müsste es noch eine Katze geben. Mit. Warte! Das sind die Ruinen von Ventus. Ich hab doch.
kann sein, dass die irgendwo versteckt ist. Das könnte schon sein. Dass wir die Gilde, von der wir gekommen sind, das sind Ruinen, Erfahrung, Fort Milo, und da sehen wir noch nicht so viel. Ja, vielleicht läuft sie uns ja, weil ich habe jetzt eine neue Zuflucht auch gesehen. Schauen wir mal auf die Karte. Das ist das Musterungsgelände, okay. Das heißt, hier muss noch irgendwo ein Monument sein. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Wir finden es. Und Rast können wir ja einlegen. Das gehört ja hierher, zum Feld der Gefallenen. Das könnte auch... Nein, das ist schon der Opalhügel. Das ist auch schon eine andere. Haben wir hier auch... Nein, wir haben hier noch gar keinen Schnellreisepunkt. Schnell zu eins, um unser neues Kätzchen zu begrüßen. Aber dann müssen wir uns beeilen. So, es geht sich aus. Frey macht das in. Hoppala, sie wird schon wieder lila. Ich hätte es nicht verschreien dürfen. Der Bruch, weißt du, kommst nicht drauf. Du machst dein Putzel vom Rückwärts. Wir sind am Arsch. Nimm das mit, dann, wenn du schon vorbeiläufst. Jetzt habe ich genug Mana, um das zu lernen. Und hoch, hoch, nochmal hoch. Ja. Wie viele sind das denn? Wo ist denn die? Die ist ja irgendwo da oben. Für eine Party. Schwingen wir das Tanzbein. Ach, da ist was, das nehmen wir mit. Danke. Bin schon wieder weg. So, wo ist... Sag jetzt nicht, die ist da oben. Oh mein Gott. Ich sag, da gehen wir schnell hin. Na klar. Jetzt kann ich wieder einen Weg darauf finden. Warte mal. Ich glaube so rundherum, ja, das geht eh nicht anders. Und du hast gerade keine Energie. So, da. Genau. Der Himmel hat auch... nicht runterspringen! Der Himmel hat auch alle Farben heute, wollte ich sagen. Aber da werden wir abrutschen, glaube ich, bei dem Gestein. Ja, wir können es ja mal probieren. Bleibst du mal stehen, Frey? Wir waren schon fast oben. Ja, ein Stückchen rüber. So. Kann ja nicht so schwer sein. Und weiter im Lauf. Jetzt porten. Nochmal porten. Dann nicht da. Und weiter porten. Und nochmal. Und den Rest schaffen wir so. Wir sind da. Das Feld der Gefallenen. Südliche Zuflucht. Top. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Ich renne natürlich im Kreis. Und was haben wir da? Wo ist mein neues Kätzchen? Da ist es auch. Ein neuer Vertrauter ist bei der Pilgerzuflucht eingetroffen.
Magst du das? Haben wir eh schon nicht. Schau, da hinten kratzt eine. Da fliegt eine. Nein, eine sitzt da oben. Da liegen zwei. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Katzen, aber es sind schon einige. Ich müsste mal auf die Trophäe schauen. So süß finde ich das. Ja, also dann haben wir es noch zur Zuflucht geschafft. Ich habe schon ein Katzenhaus. Aber es gibt ja noch mehr. Und die nächste holen wir uns hier noch in der nächsten Folge und schauen, was es noch so zu tun gibt. Und dann auch nach Zipal. Ich glaube, drei Fotos noch. Dann haben wir insgesamt müssten es 50 sein, glaube ich. Aber dann hätten wir mal 30 Fotos. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss.